Moin Moin Leute des guten Geschmacks, die ersten Kritiken sind rausgekommen zu Venom heute. Morgen startet er ja eigentlich regulär in die Kinos und die Zuschauer oder auch die Kritiker drehen völlig am Rad. Ja, dieses Bashing, was da betrieben wird, ist mega heftig und da reden wir nämlich jetzt drüber. Ja, wie gesagt, die Leute drehen durch, haten bis zum geht nicht mehr, den Venom wird völlig abgebasht, sage ich mal. Dazu mehr, aber vielleicht auch in den Tagen mehr Hintergrundwissen, was so vielen auch fehlt, bei Abgeklärt oder Abgefuckt, wie ich das so nennen werde. Ja, das werden so ein bisschen meine neuen Rubriken sein, hier auf Nerd Taste. Also lasst doch gerne hier ein Abo da, um hier nichts mehr zu verpassen. Ja, was ist natürlich Venom? Venom ist natürlich ein ganz geiler Anti-Held in diesem ganzen Marvel-Universum. Der Gegenspieler überhaupt gegen Spider-Man wird es aber hier nicht vorkommen. Also es wird keine Origin-Story sein, sondern einfach eine andere Was-wäre-wenn-Story, also ohne Spider-Man. Sony hat die Rechte, Marvel Studios oder Disney hat die nicht. Sie haben die nur zur Verfügung bekommen, um ihn das, also Spider-Man in das MCU zu packen. Das wissen viele auch nicht und sagen, was ist da los, was macht Sony, aber so ist es halt, es kann man nicht ändern. Gibt man aber trotzdem diesen Film eine Chance, weil klar, Hollywood hatte keine Idee mehr oder was ich was in der Art, was viele auch gerade so ein bisschen runterhaten, kann ich nicht nachvollziehen. Ich gebe jedem Film eine Chance, gerade ich sowieso, der Kritiken macht, da muss man auch machen, man muss einfach mit Objektivität rangehen. Klar bleibt immer ein Rest Subjektivität dabei. Was will ich aber euch sagen? Auf jeden Fall, ich habe heute die ersten Kritiken gelesen, die ersten Reaktionen. Wie ist der Film bei euch angekommen? Weil gestern gab es die ersten Previews und glaube Montag war die Pressevorführung gewesen. Ja, konnte ich nicht hin, aber das Problem ist einfach, ich gehe jetzt die nächsten Tage da hinein. Da wird es natürlich, wie gesagt, auch ein Video zu geben. Aber ich sage euch mal jetzt die ersten Kritiken, wo ich sagen würde, ja, ist das denn gerechtfertigt oder weiß ich ganz genau bei denen vielleicht? Naja, kann ich nicht so nachvollziehen. Also ich muss schon so ein bisschen von einigen, auch bei Instagram habe ich das so ein bisschen gelesen, die werden sogar die boykottieren sogar den Film. Was viele bei Star Wars gemacht haben, bei Solo, machen sie ja auch. Das hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber ich hatte das so ein bisschen heute bei Instagram in den Stories so ein bisschen gesehen. Da gab es die ersten Reaktionen, weil natürlich so andere Kanäle wie Filmstarts haben auch ein bisschen darüber berichtet und haben dieses nämlich erzählt. Venom ist so schlecht wie Catwoman. Die schlechteste Leistung von Tom Hardy. Seit das gibt Ärger. Seht euch diesen Film nicht an. Selbst wenn Venom genug Geld einspielt, kann ich mir eine Wiederkehr von Tom Hardy nicht vorstellen. Er hat Ansprüche, wenn er die Kritiken gesehen hat, wird er keine Fortsetzung machen wollen, es sei denn, er kann sicher gehen, dass sie Teil des MCU wird. Tom Hardy ist auf jeden Fall ein guter Schauspieler, das kann man nicht, das lässt sich nicht bestreiten, aber ich finde es schon sehr hochgegriffen, da habe ich leider jetzt keine Quelle, ich habe es nur gelesen. Ich kann mir aber vorstellen, von wem das vielleicht ist, vielleicht vom Moviepilot, aber egal. Filmstart sagt, Tom Hardy und Venom sind ein Comedy-Traumpaar, diesmal allerdings verschwindet an einen eher schwachen Film drumherum. Viele haben auch gesagt, das könnte sogar Steve Martin besser spielen. Steve Martin ist ein Komiker, ihr wisst Bescheid, oder? Oder IGN sagt, es tut mir leid, aber Venom ist ein ziemlicher Totalausfall, ein Schlamassel, der sich 15 Jahre alt anfühlt, die Storytelling-Sprünge, die das Superhelden-Genre in den letzten Jahren gemacht hat, ignoriert, von ein paar wenigen witzigen Venom-zentrierten Momenten abgesehen, hat er nichts wirklich zu bieten. Macht euch keine großen Hoffnungen. Ja, und dann habe ich natürlich so bei irgendwie Film-Lounge 2 von 10 hat er bekommen, bei anderen Bekannten 2 von 5 von Brody, guten Tag, ne? Einige, sagen wir mal, Robert Hofmann hat 6,5 von 10 gegeben, The Last Movie Heroes haben 7 von 10 gegeben. Also ihr seht, es ist so ein Up, Down and River, sag ich mal. Ich selber mag ja Superheldenfilme, das wisst ihr ja, aber ich wege ja trotzdem ab. Ist der Film gut? Hat der gute Story? Ist das CGI gut? So viele Faktoren muss man ja mit reinspielen, dass man überhaupt einen Film, sag mal, bewerten kann. Also ich finde es so ein bisschen teilweise hochgegriffen und auch schade, dass man so einen Film niedermacht. Okay, dafür kriegt er auch wieder, wenn viele da reinströmen und sich den Film angucken, das ist klar auf jeden Fall, das Bashing treibt ja eigentlich das hoch, dass vielleicht Leute reingehen oder auch nicht reingehen. Also ich sag mal so, ich werde mal jetzt den angucken. Was sagt ihr denn zu dem Film? Habt ihr den schon gesehen? Dann schreibt das mal in die Kommentare rein. Und natürlich für alle, die kein Hintergrundwissen haben, nochmal so kleine Werbung angemerkt. Ich habe natürlich jetzt von Panini dieses Heft bekommen, da gibt es auch nochmal irgendwann eine Kritik zu. Venom, der tödliche Beschützer, werde ich mal nochmal durchlesen, gerade wichtig für irgendwelche Fakten auf diesem Kanal, also seid rein. Ich glaube, da kommt nochmal was Geiles. Wer ist eigentlich Venom? Schaltet rein. Na ja, und reaktionsmäßig sind einfach echt sehr heftig, das hätte ich gar nicht erwartet, dass die Leute sich sogar die Köpfe fast einschlagen vor Diskussion, sage ich mal, eine Art. Also einfach Wahnsinn. Und ich finde es ein bisschen schade, so als Marvel-Fan, klar, dass es nicht, auch nicht ab FSK 16 geworden ist, sondern nur, ja,
Peggy 13 und es ist einfach eine FSK 12 geworden. Bei diesem Film hätte es gut getan, hätte es ein R-Rating bekommen, wie bei Logan und wie bei Deadpool. Aber naja, da kann man nichts machen. Das ist natürlich auch das einzige Manko, was ich auch habe. Und ich werde trotzdem reingehen, wenn auch kein Spider-Man dabei ist. Ich würde mal gerne echt eure Meinung hören, was ihr dazu sagt. Und ja, ich habe gedacht, wir werden mal so ein kleiner Real Talk, so nebenbei als Filmfan und Marvel-Fan und natürlich generell auch so als angehender Kritiker. Nein, aber ihr wisst, ich mache ja auch Filmkritiken und ich nehme das auch sehr zum Herzen. Was sagt ihr dazu? Einfach mal reinschreiben. So, ich würde sagen, ich bin raus, ne? Wir sehen uns die Tage. Bis dann und ciao und bam.